machen. In diesem Video. Ach ja, Leute, ne? Jetzt, wenn man das schon erwähnt, dann werde ich auch gleich mal einen fetten Titel schreiben, weil ich, weil mir das im Kopf einfach kommt. Shiny Hans, wie sehr wollt ihr es sehen? Wie machen wir das mit der Abstimmung? Sagen wir mal drauf, machen wir es so, ja? Wenn dieses Video hier, das, was ihr jetzt aktuell seht, was auch diesen Titel mit Shiny Hand definitiv haben wird, wenn dieses Video, sagen wir mal, 20 Likes bekommt, dann, werde ich Shiny Hand. Moin Leute und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon, die in der Paldea-Region. Ich erkunde hier noch gerade ein bisschen an unterem Straßenrand, auf Deutsch. Hier gibt es nämlich noch ein kleines Gebiet, bevor Team Star, gegen den wir kämpfen müssten, auftreten. Aber das machen wir natürlich noch nicht, weil Team Star für uns eigentlich noch nicht relevant ist. Wir gehen nämlich zu... Rubin ist gerade gar nicht da. Genau. Kann ich hier unten eigentlich stehen? Ja, du kannst da stehen, aber da, richtig weiter zu gehen, müssten wir den nächsten Herrscher besiegen. Hier ist der Delfin, Rubin. Ja, hier ist der Delfin. Der Delfin. Ich finde, der Delfin ist so cool, so süß. Ich habe mich direkt in ihn verliebt. Welches Element hat denn der? Nur Wasser? Wasser. Und der ist broken. Also in seiner Heldenform ist er komplett stark. Also da soll er einige Pokémon vernichten. Aber wie gesagt, die Weiterentwicklung ist eigentlich, er hat nur ein Herz an der Brust. So, einmal Paralyse. Dann werde ich nochmal einmal Wangenrubbler machen und tauschen. Doppelschlag. Alter, mach mir nicht fertig. Ich hab Angst vor diesem Delfin, der sieht brutal aus. Der ist auch brutal. Deswegen, Flo, du musst tanken. Du bist Tanktop. Und dann holen wir uns dieses kleine, geile, süße Delfin. Ich muss sagen, das ist echt ein Pokémon in dieser Generation, das ich sehr, sehr mag vom Aussehen alleine schon. Ich muss eben verkaufen. Ich kann jetzt meine ganzen Sachen verkaufen. Ich hole mir nämlich gerade Items in dem Protegie-Laden. Oh ja, das muss ich mir auch mal holen. Geil! Easy gefangen. Normifin haben wir gefangen. Und das würde ich gleich mal benennen. Wie ist jetzt Sani, war männlich, weiblich, ist auch relativ egal. Du kannst doch mal Sachen verkaufen. Ich will einen Laden haben, wo ich Sachen verkaufen kann. Weiblich, dann nenne ich es trotzdem Fluffy. Fluffy! Doch, kann ich nur... Herzlich willkommen, Team. Okay, bei mir backt gerade ein Vater mit seiner Tochter. Ja, das bitte geh weg. Machen die etwa Backfisch? Ja, glaube ich schon. Die erzählen Geschichten über Backfischigkeit. Okay, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wo geht denn jetzt lang? Oh. Da geht's jetzt quasi weiter zu der Streamerin, Elektroleiterin. Also da musst du noch gar nicht hin. Östliches Meer der Paldea-Region. Oh. Ah, man kann hier doch zur Insel. Ich wollte eigentlich nur zu dieser Insel, weißt du? Aber du musst woanders hin. Ich weiß. Ich weiß. Glaubt ihr es? Ich will es eigentlich. Ich will hier hin. Nein, ich will ganz woanders hin. Aber voll, er wird von mir gezwungen. Nein, Leute, er wird nicht von mir gezwungen. Ich zwinge mich selber dorthin. Oh, ein Fleckmon. Ich habe Rubin nochmal gefunden. Dankeschön, dass du mich nochmal findest. Ja, ist ich bin so. Jetzt das Pokémon auf Wish bestellt und ich bin jetzt... Du bist alles. Noch ein Fleckmon. Ich habe 35 Beleber. Ja, moin. Soll ich schon verkaufen? Was kann ich noch alles verkaufen eigentlich? Ich werde mal meine Pokémon ein bisschen heilen jetzt, ne? Ey, du kannst es doch anders heilen. Kein YOLO-mäßig. Du kannst es immer noch anders heilen. Hat dir jetzt niemand gesagt?
Wie anders heilen? Wenn du jetzt da bist, kannst du ja auf deine Pokémon gehen. Geh mal auf, Niki. Ach, Auto heilen. Genau, wenn du da Minus drückst, das Auto heilen, dann heilt das automatisch. Und was nimmt der da für Items? Keine Ahnung, wahrscheinlich das erste, beste. Robin, da war ein Hypertrank. Ne, der nimmt... Ich hab 97 Tränke! Ist doch was. In diesem Spiel brauchst du nicht einkaufen. Du wirst voll gespammt mit Items. Was? Ich hab 2 Orden und 97 Tränke, 35 Hypertränke und 11... Ne, 35 Supertränke und 11 Hypertränke. Hallo? Du darfst nicht vergessen, durch die Terra-Kristallisierung kriegst du auch alles mögliche Nuggets. Ich wollte gerade sagen, du wirst hier zugespammt mit Items, du kannst Bahn gehen damit. Und deswegen kaufe ich mir jetzt quasi, nachdem ich viele Sachen verkauft habe. Oh, Antikraft, tut weh. Ja, das Einzige, was ich mir jetzt gekauft habe, ist Vitalkraut, weil ich bin lieber für auf dich bestellt, ist immer gut. Ja, kann ich ja nicht nutzen. Ich habe 35 unnutzbare Items. Ja, verkaufen. Na gut, außer für den späteren Verlauf des Spiels, ne? Ganz, ganz, ganz am Ende des Spiels. Wenn ich vielleicht noch Lust habe, mein Team zu erstellen und so. Und zu Shiny Hunten. Ja, mit Beleber machen. Ach ja, Leute, ne? Jetzt, wenn wir das schon erwähnen, das werde ich auch gleich mal im fetten Titel schreiben, weil ich, weil mir das im Kopf einfach kommt. Shiny Hunts, wie sehr wollt ihr es sehen? Wie machen wir das mit der Abstimmung? Sagen wir mal drauf, machen wir es so, ja, wenn dieses Video hier, das, was ihr jetzt aktuell seht, was auch diesen Titel mit Shiny Hunt definitiv haben wird, wenn dieses Video, sagen wir mal, 20 Likes bekommt, dann, werde ich Shiny Hunt. Sag doch einfach, dass du Shiny Hunt in den Kommentaren schreibst. Weil nee, erstmal 20 Likes und... Nein, ich meine, dass du nicht in den Titel Shiny Hunt schreibst, weil sonst ist das wieder Clickbait oder Irrenführen und sowas. Das ich würde es ja gleich am Anfang... Leute. Nee, das wird ja schon... Ich weiß, wie ich das mache, Rubin. Ja gut, ich wollte nur sagen. Irreführend wird es nicht sein, weil ich werde am Anfang des Videos das reinpacken, diesen Teil. Ich mache ja nicht umsonst Highlights. Ja, stimmt. Ja, Shiny Hunts. Dann werde ich wieder gezwungen mitzumachen. Dann werde ich aus dem Bot Keller erstmal, Rubin, erstmal muss 20 erreicht werden, ja? Das ist ja nicht so einfach und ich bin gerade dumm. Ich glaube, meine Kühle jetzt angreift. Ach, 20 gleich. Ich muss aus dem Mod-Keller raus. Ich bin ja gerade aktuell im Mod-Keller und ich glaube, da oben schimmelt was. Da schimmelt nicht nur etwas. Seht ihr? Holt mich hier raus! Du bist kein Star! Mach 20 Likes, dann krieg ich mal ein bisschen frische Luft. Als ob du Shiny handen würdest, freiwillig. Wer weiß? Seh Grubin beim Shiny handen. Oder andersherum. Ja, ich wollte schon sagen, ich sehe dir doch beim Shiny handen dazu. Und die Leute sehen uns beim Shiny handen dazu. Ja gut, aber ich muss sagen, interessant wert natürlich, aber puh, anstrengend. Die Frage ist, live oder offline? Ich live. Live. Bei wir YouTube gehen oder live. Twitch? Twitch. Bei YouTube gemacht, dann kannst du das aber den Playlisten hinzufügen. Ja, ich mach sowas bei den Playlisten. Ne, genau, Rubin. Ja. Das gehört auch zum Spiel für mich. Oh nein. Ja, klar. Oh nein. Oh ne. Senko. Do that note. Kann ich bitte schneller sein als diese Senko, sonst bringt das mich um. Ich wollte eigentlich gar nicht hier mehr sein, Rubin. Warum laufe ich nur herum? Achso, ich wollte kleine Gebiete erkunden. Stimmt. Leute, es ist nur ein kleines Gebiet. FM. Was ich einfach gemacht habe. FM ist doch Drache, ne? Ja. Nee, Gift. Gift. Nee, F. Nee, XF, ich bin schon wieder doof. Ja, 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 das ist das. Hat das nicht auch einen Flugtypen?
Nee, Schaufler! Och, Mutchen. Wieso klickt man denn so schnell? Jalla! Siehst du ja. Oh, ich hasse alles, ey. Flugtyp bestätigt. Okay, einmal Wangenrubbler kann ich wenigstens machen. Okay, so, und dann muss ich wechseln. Die beiden Sachen. Dann habe ich erstmal gut gechoppt. Sollen wir nochmal eine Revanche machen? Ich habe jetzt mein Pokémon-Items gekriegt. Nein, jetzt noch nicht. Erst sind vier Ohren. Zwei Ohren. Ja, zwei Ohren. Zwinker, zwinker. Also zwei reguläre Champ-Ohren, ja. Wir gehen hier nicht von den unregulären Zwischendurch-Ohren. Ja, ja. Aber nur für die Leute nochmal. Nicht, dass ihr euch wundert. Hä, die müssen dann noch bei nächsten zwei Ohren. Easy. Nein, also quasi jeden zweiten Orden machen wir einen Champ-Cup. Das bedeutet, Battle. Das heißt, wenn wir jetzt vier Orden, Arena-Orden, wo wir mehr machen, dann ist wieder ein Battle dran. Genau. So, und dieses FM habe ich endlich besiegt. Alter, wieso hat denn der Kampf so lange gedauert? Hat der noch irgendwas oder will er jetzt endlich aufgeben? Danke. Komischer Typ, ey. Ist doch genau das Richtige für dich. Mhm. Ein komischer... Warte mal, ich bin nach deiner Meinung ein komischer Typ. Okay. Verstehe ich. Ich hab dich auch nicht mehr gern. Hatten wir uns jemals gern gehabt? Nein. Siehst du? Wie gelogen das von mir ist, ey. Heftig. Was wollte ich denn eigentlich jetzt machen? Bin jetzt hier keine hochgereist. Ahnung. Ach, du blödes Schwein! Nein! Wie gesagt, ich bin gerade dabei. Ich hasse Schweine, die mir um den Weg stehen. Auszugeben. Also, ich mach gerade den Fotogelverkäufer richtig glücklich. Mhm. Lea, ich mach dich gleich. Oh, Lea, bitte. Flüchte einfach, wenn du mich lieb hast, flüchte. Komm. Lea hat dich doch schon lieb. Lea! Gegen Lea hast du gefühlt gewonnen. Wegen Vergiftung. Danke. Dieses dicke Schwein, ich hasse es. Oh nein! Oh doch, das meine ich, das ist nervig. Dann Alter. Hat die Tauros vorne. Tauros sind die ganze Zeit anvisiert. Ich hasse es! Wer kommt denn auf die Idee und packt ein Pokémon vor einem Pokémon, vor einem Pokémon und vor noch einem Pokémon? Siehst du doch. Im Übrigen hat Egelsamen auf Pflanzen-Pokémon keine Wirkung. Alter, bitte. Please don't do it again. Das ist sehr ätzend. Schlimmer als ein sehr Kaugummi. Oh, hier ist nochmal so ein Kristall. Der Kristall von Rubin. Ja. Da hinten ist schon wieder ein Trainer. Ja, Kristall, oder? Ah ne, den habe ich schon. Den dick, den kleinen. Den kleinen, hä? Hm, was hast du gesagt? Mein Kristall wieder. Hm. Ich bin weit weg. Ja, ist ja deiner. Ja, ich bin trotzdem weit weg. Ja, ich komme gleich. Ich bin gleich fertig mit der Ebene. Ach, keine Sorge, ich shoppe gerade. Mhm, ich mache mir trotzdem Sorgen um die Leute, weil die denken, oh mein Gott, er hat erkundet. Ach, guck mal, da ist noch ein Pokéball. Aha. Er fliegt fast ins Wasser. Ja, das passiert, wenn man den Speed-Modus benutzt, ne? So, jetzt lass mir aber bitte heilen. Ja. Oder wie sagt man so schön in unserer Welt? Rubbel, rubbel, schrubb, schrubb? Was? Naja, kennst du nicht? Pokémon. Gelb. Alter, da waren Tauros. Am Pokémon Center. Drei Tauros am Pokémon Center. Willst du mich verarschen? Pass lieber auf. Ja, die haben auch schon die ganze Zeit so gemacht. So, komm her, mein Lecker. Da gib mir doch das Item. Danke für die Tarmordbeere. Hier ist ein Koch. Hohoho, lass mal kochen. So, jetzt gleich haben alle meine Pokémon zumindest ein Item. Fürs nächste Mal. Ach, das ist eine Frau. Oh.
seltsame Frau. Also, nichts dagegen, aber ich hab's echt nicht erkannt. Ich dachte so. Ich weiß, Mojin ist nicht gut gegen den Fleckmon, aber ich vertraue in Mojin, dass er eine Konfusion aushält. Oder auch Paralyse aushält. Mhm. Jetzt nochmal richtig dünner Schock rein. Bam! Oh, Fleckmon down. Fleckmon schlafen, Rubin müde. Rubin nicht müde, Rubin ist fertig mit Einkaufen. Weißt du, während ich hier schon die ganze Welt erkunde, Rubin 5 Stunden einkaufen. Ja! Ich muss was Gutes mit meiner Zeit machen. Ja. Nicht Pokémon trainieren, shoppen gehen. Shoppen ist ja auch wichtig. Ja, irgendwo muss das Geld doch her. Also irgendwo muss ich mein Geld doch ausgeben. Und Items sind wichtig. Irgendwie musst du ja auch die Leute da finanzieren. Also alles richtig, du machst alles richtig. Ja. Ich ignoriere jetzt den Terra Raid, auch wenn es mir weh tut. Wahrscheinlich wieder mein Nicht schon wieder ein... Muskelprotz. Ja, ich werde auch bald zum Muskelprotz. Das ist Hausmeister. Rubin Muskelprotz. Ah, okay. Also um ehrlich zu sein, unsere Hausmeister sehen ein bisschen anders aus. Vielleicht, weil sie noch ein bisschen jünger sind. Nee, wir haben schon welche, die können in den Rentenalter gehen. Weiß nicht, ob das positiv... Ja, doch. Schon. Ist okay gemeint, denke ich. Ich denke mal nicht, dass es negativ gemeint ist. Leute, also, für diejenigen, die es nicht wissen, ich arbeite quasi im Krankenhaus und wir sind für die Technik zuständig. Ich bin im Büro und meine Kollegen sind die Hausmeister, die sich dann um quasi Licht, Wasser, also sanitärmäßig, alles sind für meine Sachen. Und deswegen Strom weiß ich, also und so alles, ja. Wir haben auch ein BAKW bei uns, Lichtrufanlage und alles mögliche. Und darum kümmern sich halt unsere Hausmeister. Und um die Schlösser zum Beispiel. Leute, wenn ich irgendwas hab, ey, weil Strom funktioniert, ich komme mal eben kurz her. Naja, so also, sollte ja auch sein, jeder hat seinen Fachbereich, ne? Ja. Wir sind einfach nur dafür da, quasi der Hausmeister ruft an und sagt dann, ey, Heizung im Zimmer bla x funktioniert nicht, bitte die Firma bla x anrufen, so in etwa. Oder bitte das und das bestellen dafür. Rubin, kommst drin? Ja, ich hab's schon gesehen. Fee. Okay. Genau, ich hab mein Metall reingenommen. Ich bin gerade überlegen. Ich habe immer noch keinen Stahlmove und keine Giftattacke. Also ist eigentlich komplett egal, was ich reinnehme. Ich frag mich, wann Mimelli entwickelt sich, entwickelt. Was entwickelt sie sich überhaupt? Ich nehme jetzt den hier rein. Das, was ich hab, entwickelt sich das überhaupt, Rubin? Ja, es entwickelt sich. Es hat zwei Entwicklungen. Zwei und das hat sich noch nicht einmal entwickelt, das ist 23. Ich glaube, es entwickelt sich auf 24. 24 oder 25. Wow. Aber immerhin. Muss ich sagen, ist schon mal etwas. Also ich habe es schon einmal entwickelt gehabt. Ich hoffe, das kann auch was. Ja, also die Entwicklung soll sehr stark sein. Boah, das Knospen mit dem riesen Herz. Das sieht auch gar nicht mehr komisch aus. Das ist kein Knospi, das ist Olini. Ach, Olini, ja. Das ist Knospi auf Wish bestellt. Alter, das ist nicht alles auf Wish bestellt. Melly ist wenigstens original und kein Wish. Nee, das ist was ganz Neues. Auch wenn es komisch aussieht, wenn es so klein ist. Alter, Rubin, du sollst es nicht umbringen. Ja, doch, Rubin hat es einfach umgebracht. Es heißt drauf. Am meisten, weil es jetzt eigentlich ein Item hat, was Flugattacken verstärkt. Sag mal, hast du eine Attacke, wo du... Naja, sag schon. Zweimal hintereinander angreifen kannst? Vielleicht Doppelkick, aber nein, habe ich nicht. Also, weil du Windschnitt gerade hintereinander bei mir eingesetzt hast zweimal. Dann hat sich das ein bisschen überladen, würde ich mal sagen. Okay, weil ich dachte jetzt so, hä? Hat sie da eine Fähigkeit? Da kann Koro Oge so eine Fähigkeit? Wäre insane. Nein, also jetzt ohne nicht. Witz. Was ist denn seine Fähigkeit? Ich guck gleich mal hin. So, ich würde sagen,
Jetzt gehen wir rüber zu der rechten Seite, da wo wir eigentlich hin sollten. Ich habe nur einen kleinen Abstecher gemacht. Währenddessen hab ich Geld ausgegeben. Das, was ich immer gut kann. Gib mir bitte kein Geld. Das wird grundlos für Pokémon-Karten oder sowas ausgegeben. Rubin, du musst doch nochmal in jedem Gebiet, glaube ich, nochmal, also zumindest nicht jedem Gebiet, aber nochmal fliegen zu den ganzen Pokémon-Center, weißt du? Ich hab da was vergessen. Du kriegst ja auch noch Belohnung bei dem Pokémon-Center. Achso, wenn du aber die Trainer herausforderst. Genau. Ich werde das mal schnell nebenbei noch machen, weil sonst vergesse ich das da. Außer ist natürlich... Ah ne, im Stadt ist keiner. Oh, ich verwechsel mal die Tasten. Das heißt, hier müsste denn einer noch sein? Ich bin gerade überlegen, wo ich hier bin. Oh, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich bin auf dem richtigen Weg nach dem Hey Herrscher. Dort, meine Freunde, ist unser Ziel eigentlich. Ja, warte, ich bin gleich da. Ich muss nur noch mal kurz ein bisschen fliegen. Ich sag das zunächst, ne? Ich bin einfach versuchtet gerade im Spiel. Ja. Ach, da. So. 13 Trainer und er kriegt eine Muschelglocke. Nice. Eine Muschelglocke? Was? Eine Muschelglocke? Ja, bei welchem Typen? Hier oben bei südliche Zone 3. Wie viel? Boah, Muschelglocke? 13 musste ich besiegen. Ich glaube, so viel habe ich noch nicht mal besiegt. Muschelglocke? Die Muschelglocke ist OP. Ja, ist die auch. Ich dachte eben so, what the hell? Okay, dann muss ich vielleicht doch mal in den ganzen Gebieten nochmal nachschauen. Wir müssen ja sowieso jetzt hier hin. Dann guck mal nach, ob wir hier noch irgendwo was haben. Weil ich habe auf jeden Fall welche verbraucht. Verbraucht vor allem, alles klar. Übersehen. So, und wir müssen ja jetzt... Ach du meine Güte, wo müssen wir denn hin? Was ist denn hier unten? War ich hier schon? Ist es gar nicht. Waren wir über den Fluss schon, Rubin? Nee, ne? Nein, da habe ich ja gesagt, nicht drüber gehen, weil da beginnt das nächste Gebiet für den Herrscher. Und da wollen wir jetzt hin. Wenn du mir nochmal Zeit tust, wo bist du gerade? Ich bin hier, aber du musst hier hin zur Bergspitze, südliche Zone, da. Nein, du bist komplett falsch. Nee, da bin ich gerade. Ja, genau, ich bin gerade hier. Genau. Ja, und wir gehen jetzt quasi hoch. Hier nicht unten. Nein, nicht runter. Das nicht, da nicht. Hä, und was ist denn das Gebiet? Da war's. Nein, wir müssen. Da kannst du, glaube ich, noch gar nicht hin. Ja, du musst. Geh mal hoch. Geh mal links hoch. Genau. Weiter links. Ach, hier hinten meinst du? Ja, ja. Und jetzt gehst du hoch? Nein. Hoch. Ah, ja. Da ist der Herrscher. Mhm. Aber Rubini, ich würde mal kurz hier unten nochmal nachgucken. Weil ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß nicht, ob du da hin kannst. Ich hätte das erst gemacht nach dem Herrscher, weil du nach dem Herrscher kriegst eine gute Fähigkeit zum Erkunden. Ja, fliegen, ich weiß. Nein, nicht fliegen. Fliegen kommt viel später. Das ist was anderes. Rubini, probiert einfach. Soll ich dir sagen, was du kriegst? Nein. Weil du wirst dir dann in den Arm beißen? Kann das so sagen? Ich beiße so oder so schon manchmal im Arm. Nee, ich würde aber gerne trotzdem hier hinten schon mal gucken, was das hier gibt. Hier ist einfach fettes Sichlor, genau. Und ja, hier war ich noch nicht. Weil hier ist nämlich diese Verbindungsstück, weißt du, zu Riulu! Und ich darf so, was mal? Nicht haben. Ich soll ich mal empfangen? Ja, Riulu, ich weiß. Eigentlich wärst du eine Ausnahme wert, aber ich darf dich nicht fangen. Weißt, was du brauchst fange, da nicht hin hinkommen. Oh, ich hasse dich. Ich fange dich jetzt. Was? Ich kann nicht anders. Ich werde es nur fangen, aber nicht benutzen. Es ist männlich. Oh, ich hasse diese Karte. Ja.
tut mir leid, Riolu, aber du musst gefangen werden. Wenn du mich, wenn du schon zu mir läufst und du dir so denkst, hi, ich will in deinem Team, du kommst da rein. Aber nicht im regulären Team. Du kommst aber in mein Pokéball rein. Riolu wäre ein guter Start. Ich mein Stahl. Ich wollte gerade sagen, Konter kannst du gar nicht machen, du Cheater. Wolltest du mich jetzt töten oder was? Oh, das ist schon ganz schön klug, mein Kleiner. Oh, und dann würdest du mich jetzt ohne Nerven, oder was? Du bist paralysiert, fast halb tot. Jetzt musst du langsam im Ball rennen. Das ist bestimmt so unnötig, pass auf, vielleicht kommt wieder den Backen, dann ist die Verbindung wieder weg. Oh, nee, bitte nicht. Weil das war letztes Mal auch so. Nein, das ist drin. Es hat mir gerade sehr lange geladen. Lol. Ah, Riolu. So schön. Nein, ich will es nicht im Team packen. Danke. Stell mal vor, ich hätte jetzt ein Shiny gefunden. Hätte ich gelacht. Hätte ich gleich Shiny-Challenge angefangen, wisst ihr? Ja. Hier ist, Alter, hier ist so ein Wablu, dein Ernst? Ja, Wablu und das Gift-Bibi. Aber Wablu, ich hab zwei Pokémon. Hier ist einfach mal ein kristallisiertes Sichlor. Ja, ja, das meine ich. Das habe ich auch gesehen. Achso. Das Ding haben wir schon mit einem Kleid. Nicht richtig. Ich bin eigentlich in dem Sinne richtig. Ich glaube, du hast es einfach gerade echt Glück gehabt. Mit dem Riolu? Mhm. Nur der wahre Lucario-Kenner kriegt es, ne? Nur der wahre. Oh nein, 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 nein! Pokémon, nein! Miraidon! Miraidon! Du ins Wasser, das heißt zurück. Und du wirst dir in den Arm beißen, wenn du weißt, dass du gleich von dem Himmelstück bekommst. Ich werde mich so oder so in den Hintern beißen, wenn ich hier wieder hochkomme. Ah, geil. Boah. Nein! Hoch da. Ja, cheaten, cheaten, cheaten. Die Kraft des Cheatens. Oh ja, geil. Hier ist ein Giroschmatz. Matz, meine ich. Giroschmatz. Gironimatz heißt der ja nicht. Jedes Mal sag ich. Toxel, Gift, Elektro. Gift, Elektro ist der später. Aber ich mag Reflex nicht. Ich bin kein Reflex-Freund. Aber Reflex ist riffig. Ja, Reflex ist auch giftig. So giftig wie du, Rubin. Ja, aber ich will keine Konkurrenz bei mir haben. Ah, so, Leute, aber... Sein. So giftig auch Rubin ist, wir müssen uns leider erstmal für die heutige Folge verabschieden, auch wenn wir immer noch nie geschafft haben, zum Herrscher der Lüfte zu kommen, weil ich einfach zu süchtig bin. Ich sag's, wie ich ist. Ich bin überall, aber nicht da, wo ich sein soll. Deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis denne und ciao. Bye.